Wird langsam dunkel hier. Du, Flavius kann sich auch nicht mehr trennen von seinem Anzug, ne? Nee. Ja, hier sieht man schon. Also sieht schon ein bisschen anders aus. Die Retaliere hat nicht dasselbe Blau gekriegt. Nee. Die Aurora, den Skin kann man ja auch auf jede Aurora drauf machen. Habe ich schon probiert. Die Aurora LN habe ich auch. Das ist jetzt hier die Aurora MR, ja. Und hier drüben bei der Avenger haben wir es auch gesehen. Es geht auf jeden drauf. Das hier ist nämlich keine Titan, sondern eben eine Warthog. Ein bisschen andere Bewaffnung quasi. Ist nicht die Standardbewaffnung. Ich habe da schon was gewechselt. Und die Retaliator ist eher so ein Lila, oder? Das hier ist die Warthog. Aber richtig schön dunkel. Ah, komm. Geh auf. Jetzt hier. Ja, die Retaliator hat dann vorne so gelbe Akzente in den Lufteinlässen. Hier so seitlich ein bisschen gelb. Lounge Week steht hier natürlich auch drauf. Also das Invictus Lounge Week. Das ist blau. Ja, das soll blau sein eigentlich. Ja, wenn man richtig mit Licht rangeht, ich mach's hier gerade mit der Aurora, sieht man das sogar. Okay. Ja, es soll blau und gold sein. Auf der anderen Seite. Ach, okay, vielen Dank. Ja, ist auch schon blau, aber eben ein ganz dunkles Blau, ne? Also, wenn du das jetzt vergleichst mit der Avenger, das ist ein bisschen anderes, oder? Ja, die Avenger ist eher so türkis, würde ich sagen. Mhm. Alle Fälle interessant, das Lounge Week, das leuchtet auch noch. Nicht schlecht. Ja, ich glaube fast das von der Tali gefällt mir schon am besten, oder? Gefällt euch das andere besser? Das Blau von der Aurora und von der Avenger. Ich finde die Tali schon, sieht schon geil aus damit. Das ist auch so Navy-Blau, das passt auch ja zur Invictus-Woche. Ich glaube, die sollten eigentlich alle irgendwie Navy-Blau-Gold sein, oder? Also nur ist es irgendwie nicht so richtig gelungen. Weil als die Mike Maus uns ja die Dings gezeigt hat, da war das auch ein bisschen helleres Blau als bei der Tali jetzt. Ja, na, das war dasselbe Blau mit wie jetzt bei der Aurora und der Avenger, finde ich. Aber es kommt schon nice, auch die Struktur kommt noch gut rüber von der Avenger dadurch. Er kommt besser rüber als bei dem Weißen. Und oben das kleine Logo auf dem Flügel hier, ist natürlich auch nett. Ups. Schon cool. Also es mit den Skins ist halt eine Idee, da könnte man schon ein bisschen Kleingeld über die Zeit dann einsammeln. Auf Seiten von Robot Space Industries und ich glaube, das wird auch ganz gut benutzt werden. Ja, die Constellation hat jetzt leider keinen Skin, ich muss mal gucken, was damit los ist. Aber die haben wir uns ja schon angeguckt. Sehr gut. Ist nur Conny, also von daher. Ja. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Aufstellen, Jungs. Ja, gerne. Bitte. Gern, danke fürs zur Verfügung stellen. Ja, das ist kein Problem. Mal sehen, die Tali, die wird sich auch schon noch lustig, wenn die ganzen Komponenten und die Module rauskommen. Ja. Gucken, ob ich dann auf ein kleines Fahrzeug da raustroppen kann. Ein Ranger oder sowas. In der Tali? Nee, glaube ich nicht.
Ja, Dropship-Modul stelle ich mir jetzt so vor. Und wenn du ein Cargo-Modul hast, dann kann ich einen Ranger draufstellen. Ja, erstmal muss die Base fertig werden. Ja, genau. Die Base müsste da fertig werden und danach hast du halt die Module. Weil die Base nur ohne Module bringt dir ja wenig, da hast du halt die Räume leer. Und dann sollst du ja ein Cargo-Modul, ein Living Quarter, was soll es noch geben? Ein Drop-Modul? Die auch man die tauschen kann, falls ich denn den Bomber gewinne. Dann ist das so ein schönes Handelsschiff. So. Ja, nice. So, dann müsste ich dann nochmal auf den Zettel gucken. Ja, Leute, wenn ihr Fragen habt, natürlich immer gerne raus damit. Lex, grüß dich. Das Blau der Tali ist mal schön. Ja, finde ich auch. Das Dunkelblau finde ich auch ein bisschen netter. Die Tali muss schwarz sein. Oh, ob es eine schwarze Tali jetzt gibt, das kann ich dir nicht sagen. On the fly kann ich die Skins auch nicht wechseln. Soweit ich weiß, ich hätte jetzt noch andere Skins für die Tali. Ich hatte das Dreierpaket geholt. Das heißt also... Einfach versuchen. Was soll schon kaputt? Hier gibt es quasi das Invictus. Ne, ich kann keinen anderen leider auswählen. Aber ich könnte es euch zeigen bei einer anderen Retaliator, bei der hier. Da habe ich sie alle zur Auswahl. Da gibt es hier quasi noch den Twilight Skin, welcher der Camouflage ist. Und den Livery Grey. Und eben den blauen, den ich euch gerade gezeigt hatte. Tschüss, Gideon. Tschüss, mach's gut. Schönen Abend. So, hier das Blau. Das Blau, ja, ihr seht es nochmal. In seiner vollen, dunklen Pracht. Ja, so sieht das richtig toll aus.